Sonntagabend, 22.19 Uhr. Ein Sonderzug aus München fährt in den Bahnhof Fulda ein. 500 Flüchtlinge sind auf der Durchreise weiter nach Kiel. Beim geplanten Stopp in Fulda werden die Menschen mit Lunchpaketen und Getränken versorgt. Für die Hilfsorganisation der Region ist dieser Einsatz erneut eine Herausforderung. Osthessen TV. Sehen, was bewegt.